Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 13. April 2022? Und das ist ein sehr spezieller Tag in Thailand, nämlich Beginn von Songkran. Songkran, das thailändische Wasserfest, einer der beliebtesten Tage im Jahr. Also sind, ja, ich weiß es genau, offiziell sind es glaube drei Tage, wo gefeiert wird. Aber einige feiern auch etwas länger. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch Happy Songkran. Und schade, dass auch dieses Jahr die Maßnahmen bzw. viele Verbote ausgesprochen wurden, was das Nassmachen und so angeht. Also für diejenigen, die Songkran nicht kennen, da geht man auf die Straße raus und kann sich anspritzen, also mit Wasserpistolen, mit Eimer. Man nimmt in der Regel eiskaltes Wasser und jede Person, die man sieht, die kann man nass machen. Da fahren auch Fahrzeuge herum, also Pickups, und hinten eine Wassertonne drauf mit Eiswürfel drin. Und dann macht man halt sich gegenseitig nass. Aber auch Pulver ist möglich, also da dieses Babypuder oder Pulver. Und auch da geht man zum Beispiel zu jemandem hin und schmiert ihm ein bisschen Pulver ins Gesicht. Natürlich alles, also sollte gesittet über die Bühne gehen, aber manchmal artet das auch aus. Und wenn es dann halt ausartet, dann gibt es meistens auch Unfälle oder Verletzte. Und dieses Jahr hat man aufgrund von Covid halt wieder fast thailandweit das Ganze unterbunden, wie auch schon letztes Jahr. Also das heisst, es ist grundsätzlich verboten, andere Leute anzuspritzen oder halt auch in Kontakt zu treten, also zu nahe hin und Puder und weiß ich was alles. Also halt was traditionell eigentlich bei so einem Kran gemacht wird aufgrund von Covid. Ja, es gibt jetzt natürlich auch Leute, die fragen sich, ja, gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu feiern? Und ja, es ist möglich. Es gibt zum Beispiel bei der Khao San Road die Möglichkeit, ein bisschen Songkran zu genießen, sich gegenseitig nass zu machen. Denn die Behörden haben ja vor einer Woche schon gesagt, dass man eine Spezialgenehmigung beantragen kann in abgesperrten Zonen, die auch kontrolliert werden und die Leute ein Impfzertifikat vorweisen müssen und einen Covid-Test machen, also einen Rapid-Test. Und dann sind solche Anlässe oder Veranstaltungen auch möglich. Und da gibt es einige im Land verteilt. Und einer der größeren wird an der Khao San Road sein. Und für diejenigen, die noch zu den Behörden müssen, denkt dran, Songkran ist auch ein nationaler Feiertag. Also das heisst, die Behörden, die Büros etc. sind zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Gut, dann kommen wir zum Reisen bzw. Einreise und Aufenthalt. Und da gibt es aktuell noch keine größeren Veränderungen. Ich habe ja im letzten Video zum Thema Einreise und Aufenthalt gesagt, dass man Songkran abwartet, wie da die Entwicklung sein wird. Und dann wird man allenfalls nach Songkran über weitere Erleichterungen bei der Einreise nachdenken oder darüber sprechen. Und was im Raum steht, und das könnte schon sein, dass das eventuell kommen wird ab Mai, dass der PCR-Test, RT-PCR-Test bei Ankunft in Thailand durch einen Schnelltest ersetzt wird. Der einzige Unterschied ist, dass die Kosten dann etwas geringer werden, weil der PCR-Test halt wesentlich teurer ist als ein ATK-Schnelltest. Das ist das Einzige, was man erwarten kann, sollten die Zahlen nicht durch die Decke schießen. Heute ein leichter Anstieg der positiv Getesteten, aber noch nichts, was jetzt irgendwie eine große Veränderung sein sollte. Aber ich glaube, so 1 bis 2 Wochen nach Songkran werden wir dann mehr erfahren. Dann sind jetzt auch sehr viele wieder eingereist, vor allem auch aus der Community. Die Zahlen sprechen ja auch für sich. Also die Einreisen haben sich fast verdoppelt seit April. Nur schon durch das Wegfallen vom PCR-Test bei Abflug in Europa. Und das sieht man jetzt auch, also es kommen wesentlich wieder mehr Menschen nach Thailand. Aber nichtsdestotrotz, es kommen immer noch sehr, sehr wenig Touristen im Vergleich zu vor Covid. Dann gab es noch eine Bemerkung oder mehrere Bemerkungen
im letzten Video in den Kommentaren, dort habe ich ja gesagt, die Quarantäne für positiv Getestete sowie auch die Einreise, also die Quarantäne für Personen, die nicht geimpft sind und nach Thailand reisen, die ist nur 5 Tage. Und da haben sehr viele in die Kommentare geschrieben, nee, das stimmt nicht, die ist 10 Tage, woher hast du die Informationen etc. Und die Informationen sind jetzt auch auf der Seite der thailändischen Botschaft zu finden. Das Problem, das ich halt oft habe, da ich die Informationen ja direkt von den Meetings beziehe, also die Regierung hat eine Sitzung, nachher kommt der Pressesprecher, gibt bekannt, was an dieser Sitzung bekannt gegeben wurde. Das Ganze wird dann auch umgesetzt, aber halt meistens immer so 1, 2 bis 3 Wochen später. Also wenn ich jetzt im Video sage, ab dem 1. April gilt eine Quarantäne von nur noch 5 Tagen und die meisten von euch gehen dann am 1. April auf die Seite der thailändischen Botschaft oder lesen die Medien oder weiß ich was und die sprechen immer noch alle von 10 Tagen, dann heißt das nicht, dass meine Infos falsch waren, sondern die haben einfach ihre Seite noch nicht angepasst. Die thailändische Regierung gibt leider immer relativ spät die Änderungen bekannt und bis natürlich dann weltweit alle das angepasst haben, das dauert auch eine Weile. Aber jetzt, wenn ihr jetzt auf die Seite der thailändischen Botschaft geht, solltet ihr eigentlich fast überall schon sehen, dass die Quarantäne für Nicht-Geimpfte nur noch 5 Tage ist, wie ich es gesagt habe. Und auch die Quarantäne für Personen, die bei der Einreise positiv getestet werden, die ist auch 5 Tage, wie ich gesagt habe. Nur haben die dort noch plus 5 Tage Selbstüberwachung drin. Aber das heißt nicht, dass man dann noch in der Quarantäne ist. Also das heißt, 5 Tage Quarantäne, da befindet man sich im Hotelzimmer, wirklich in Quarantäne und die weiteren 5 Tage, die man dann noch hat, da kann man sich frei bewegen, man muss sich aber selber überwachen, ob man Symptome hat und weiß ich was alles. Das ist das, was aktuell in Thailand gilt. Gut, dann noch 2 Punkte, die von euch kamen, die ich auch noch kurz ansprechen möchte. Und zwar, das eine ist ja, der PCR-Test bei Abreise fällt ja weg. Es gibt aber jetzt diverse Leute, die machen selber einen Test, um einfach sicherzustellen, dass sie nicht bei der Einreise positiv getestet werden und dann in Quarantäne müssen. Aber denkt bitte dran, es gibt auch noch Fluggesellschaften, die verlangen einen RT-PCR-Test. Es sind zwar nicht mehr so viele, aber es gab jetzt die letzten Wochen auch Leute, die sind an den Flughafen und wollten wegfliegen und dann hat halt die Fluggesellschaft gesagt, ja, haben sie einen negativen RT-PCR-Test und die Leute hatten den nicht. Das ist auch eine Option, die noch oder eine Sache, die noch geschehen könnte. Darum ganz wichtig, mit der Fluggesellschaft auch Kontakt aufnehmen. Aber wenn man dort ein Ticket kauft, wird das in der Regel auch mitgeteilt. Also ich glaube, die meisten Fluggesellschaften, wenn ein PCR-Test verlangt wird, die sagen das auch. Dann noch was zum Thema nicht geimpft sein. Es gibt natürlich jetzt auch wieder mehr Leute, die einreisen, die nicht geimpft sind, weil ja die Quarantäne verkürzt wurde auf 5 Tage. Und da auch nicht vergessen, man muss da vorher, bevor man, also wenn man jetzt in Thailand herumreisen möchte, vielleicht vorher mal überlegen, wo man hin will und dann auch abklären, ob man dort überhaupt hin kann, wenn man nicht vollständig geimpft ist. Zu 90% kann man in Thailand als Nicht-Geimpfter problemlos herumreisen, aber nach wie vor gibt es Inseln, wo man nicht hin kann ohne einen negativen PCR-Test oder ohne dass man geimpft, also man muss geimpft sein. Und dasselbe gilt natürlich auch für Inlandflüge und das ist ganz wichtig. Es gibt viele, die wollen, also die fliegen zuerst mal nach Thailand, sind dann da, haben die Quarantäne gemacht, die 5 Tage, aber die wollen nachher ja noch weiter. Die wollen vielleicht in den Norden fliegen, in den Süden, wo immer auch sie noch hinwollen. Aber da kann es natürlich auch sein, dass die Fluggesellschaft dann sagt, ja, sie sind nicht geimpft, wir brauchen von ihnen einen negativen RT-PCR-Test. Ja, und die zweite Frage war noch, wie schaut es aus mit den Genesenen? Und da hat sich noch nichts geändert. Es ist immer noch so, wie in den Videos vor einem Monat, wo ich es mal erklärt habe. Also ich habe noch nachgeschaut, habe da keine Änderung gefunden. Also es ist immer noch so, eine Impfung plus
ein Zertifikat, also vom Arzt, ein Arztzeugnis, dass man genesen ist. Und die Fristen findet ihr auf der Seite der thailändischen Botschaft. Also dort steht genau, welche Fristen man da einhalten muss. Die sind auch nicht überall gleich, habe ich festgestellt. Und deshalb musst du halt wirklich in dem Land, wo du bist, schauen bei der thailändischen Botschaft, was sie dort angeben, was für Fristen und was die Regeln sind zum Einreisen. Was man aber auch beachten muss, und das habe ich auch schon mal gesagt in einem der letzten Videos, dass in Thailand, wie wir es damals gemacht haben, ich war ja mit Personen unterwegs, die nicht geimpft waren zu dem Zeitpunkt, und um auf die Insel zu gelangen, musste man ja auch einen PCR-Test vorweisen oder man musste geimpft sein. Und der Kollege hat dann ein Genesenenzertifikat dabei gehabt und das hat funktioniert. Also mit dem Genesenenzertifikat konnte man dann auch reisen. Wobei, da habe ich jetzt gehört, dass das jetzt viel, viel strenger kontrolliert wird und viele das auch nicht mehr akzeptieren wegen Missbrauch, weil das Genesenenzertifikat wurde halt sehr oft missbraucht. Man hat irgendeinen Arzt gekannt oder sonst ein Gefälligkeitszeugnis bekommen oder auch viele Fälschungen, die im Umlauf waren. Und deshalb wird das nicht mehr so einfach sein mit einem Genesenenzertifikat. Ja, dann werde ich jetzt auch noch ein bisschen bei mir im Garten mit dem Wasser herumspritzen. Und wünsche euch frohe Festtage. Ich glaube, Ostern steht ja auch noch vor der Türe, wenn ich mich nicht täusche, am Wochenende. Und bleibt gesund und liebe Grüße aus dem sauheißen Thailand.